Hans, ja, heute in der Früh das erste Mal wieder auf Skiern gestanden. Wie nervös warst du denn heute? Ja, ich war schon irrsinnig nervös eigentlich schon. Seit ich das okay gekriegt habe, bin ich schon nervös. Aber es war gut, dass wir da gewartet haben, eben wie der Andi gesagt hat, dass wir da einfach gewartet haben auf ein bisschen Neuschnee und auf ein schönes Wetter. Und es war heute noch ein irrsinnig lässiges Gefühl. Es war zwar schon Angst auch fast dabei, einfach die ersten Schwünge wieder. Und weil ich eigentlich nicht gewusst habe, wie ich da oder was ich zum Tor habe, aber es ist da. Also es geht eigentlich jetzt schon nach den paar Fahrten, dass ich wieder ein Gefühl habe und dass das wieder automatisch gegangen ist eigentlich jetzt noch zum Schluss schon. Ja. Hans, das erste Mal in die Ski wieder rein und in die Skischuhe, wie war denn das? Ungewohnt? Ja, es war einfach schon in der Früh, das Anziehen mit der Ski unterwegs und so, das war schon ein Erlebnis fast, muss ich sagen. Und dass ich eben jetzt Ski anhabe oder anhaben kann und Skischuhe anhaben kann, das ist dann auch für mich schon dieser Traum, dass ich einfach die Möglichkeit habe oder gesundheitlich so gut beieinander bin wieder, dass ich die Möglichkeit habe, da nochmal Ski zu fahren. Und das ist einfach ein Traum und ein irrsinnig lässiges Gefühl. Ja.